kommen zu einem neuen Zoocheck auf dem bunten Schnitzel. Zu Beginn findet man einige Aquarien, in denen es auch Schnellsterne gibt. Darüber ist ein Becken, in dem auch Einsiedlerkrebse zu finden sind. Im selben Becken findet sich auch ein Steinpicker. Dieser lebt auf lockerem Meeresgrund. Auch Nordseegarnelen gibt es jetzt zu entdecken. Diese werden auch Chamäleons der Nordsee genannt, weil sie sich ihrem Grund anpassen können. Ein Becken weiter findet man kleine Schollen. Nun kann der Besucher Katzenhaie beobachten. In einem Berührungsbecken kann der Besucher die Tiere auch mal tätscheln. Dahinter gibt es nochmal Schollen zu bestaunen. Nun folgt ein Becken mit fast allen Plattfischarten in der Nordsee. Ein weiteres Aquarium ist dann noch dahinter, dann war es das auch schon mit den Aquarien. Eigentlich ist das hier gar kein Zoo, sondern vielmehr ein Museum. Durch Platten kann man verschiedene Punkte an Stationen sammeln. Das System ist sehr schön und macht viel Spaß. Geht man eine Treppe hoch, kann man noch an weiteren Stationen arbeiten und schließlich auch noch auf einen Spielplatz kommen, von dem man auch gut die Frisias beobachten kann. Auch ein kleines Kino gibt es hier. Fazit. Die Wattwelten sind definitiv ein schönes Museum mit einem guten Zooanteil. Eigentlich hätte es auch kein Zoocheck werden müssen, was ja eigentlich eher mehr ein Museum ist. Eigentlich ist ja auch eher eine Botschaft auf das Wattenmeer. Und liegt ja in Norderney. Falls ihr mal in Norderney seid, vergesst den Strand und geht auch einmal hierhin bei schlechtem Wetter. Aber auch bei gutem Wetter lohnt sich der Besuch alle Male.